Wir hören es am Verkehrsfunk Bayern 3. Es geht wieder in den Süden nach Landsberg am Lech. Auswärtsspiel also für die Moskitos und die Berge. Sie haben die erste Zuckerschicht erhalten. Schnee bedeckt die Gipfel. Diesmal war man wieder sehr, sehr spät an der Halle in Landsberg. Auf dem letzten Stück Richtung Landsberg ging es dann nur noch im Stau voran. Aber man war trotzdem noch vor Spielbeginn da, nicht so wie in Weißwasser. Schiedsrichter der Begegnung, Stefan Kado. Landsberg, sicherlich ein sehr, sehr unbequemer Gegner. Zwar musste Larry Mitchell Andrew McPherson ersetzen, aber es gibt einige Neuzugänge. Und so schlecht sieht das in Landsberg gar nicht aus. Im Tor bei den Moskitos, diesmal Daniel Wrobel. Hätte ihn nur auf der Bank, ihn plagte eine Virusinfektion. Und keine Überraschung bei den Landsbergern, Dennis Endras, der Goalie für die Landsberger. Erste Chance. Wrobel hat die Scheibe. Und auch die Moskitos mit der ersten Chance. Und der Angriff läuft. Und es steht 1:0. Austin Wajcik. Landsberger feierten bereits nach 66 Sekunden. Wir sehen es noch einmal. Auch den Stellungsfehler von Johansson, der mit auf den scheibenführenden Spieler fuhr. Wir sind in der dritten Minute. Hubauer, Geisberger, aber keiner bringt die Scheibe vorbei am Landsberger Goalie. Bartek verpasst den Nachschuss. Zehnte Minute. Eine gute Chance für die Moskitos aus der Drehung der Schuss. Beslagic. Vertändelt da die Scheibe. Und dann ist sie drin. David Wrigley, 2:0 für Landsberg. Da konnte ein Torhüter Daniel Wrobel schon leid tun. Hier die Wiederholung. Sicherlich hart an der Grenze der Einsatz des Landsberger Spielers Wrigley hier in der Ecke. Aber auch hier dann Alles andere als glücklich, was da hinten abläuft. Und es steht 2:0 für Landsberg. Und die kontern sofort. Und es steht 3:0.
Marcel Juas, den kennen wir auch noch. Das sind 5 Schüsse gewesen, 3 Gegentreffer. Alles andere als ein optimaler Start in die Saison für Daniel Brobel, aber hier reagiert er noch hervorragend. Ist allerdings dann auch ohne Chance beim Nachschuss. Aber wir sehen die Backchecker, wann sie kommen. Das war natürlich zu spät, um den Nachschuss zu verhindern. Martin Bartek verständigt sich da mit dem Goalie. Und Robel diesmal mit der Scheibe. Überzahlchance nun für die Moskitos. Und Maskentreffer. Ist das Spiel natürlich unterbrochen. Da läuft die Scheibe nicht richtig. Und trotzdem die Schusschance und Dean Boyka macht das 3:1. Drittelpause, 3:1 für Landsberg. Jetzt mussten die Moskitos sich doch schon gehörig steigern. Und die Chance, Hubauer. Wir haben die Wiederholung flach. Versucht da zwischen die Schoner zu spielen. Muss Michael Kreitel raus. Strafzeit. Lassen die Moskitos eine Riesenchance zu. Auf der anderen Seite die Möglichkeit. Da liegt Endras schon und Puaka schiebt die Scheibe ans Außennetz. Und es schlägt ein. Matthias Wittmann, 4:1. Man konnte den Eindruck gewinnen, das Umschalten von Angriff auf Abwehr, das funktionierte gar nicht bei den Moskitos in diesem Spiel. Immer wieder Überzahlmöglichkeiten, freie Räume für die Landsberger. Albrecht. Scheibe tief. Und dann können die Moskitos den Puck nicht kontrollieren. In der Mitte steht wieder einer frei. Wieder ist es Walczyk, der das Ding einfach ins Tor befördert. Auch noch ein bisschen abgefälscht. Veslagic und Endras fischt sich da die Scheibe aus der Luft. Ja.
lässt sich Johansson die Scheibe abluchsen. Valenti klärt nicht richtig. Und das steht 6:1. Michael Kreil. Man kann durchaus feststellen, dass da in Landsberg ein ganzer Haufen No-Names in Anführungszeichen rumläuft, der den Moskitos gerade zeigt, wie einfach Eishockey gespielt werden kann. Moskitos lassen ihre Chancen regelmäßig aus. Vielleicht jetzt Geisberger und 6:2. Da lässt Endras die Scheibe rutschen. Ja, No-Names, denn Leute wie Kyle Helms als Ausländer haben, genau wie David Wrigley, hier noch gar keinen Namen. Auch der Verteidiger Vince Mastri auch noch mehr oder weniger unbekannt. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum die Landsberger zu Beginn dieser Saison so unbedarft aufspielen können. Bei den Moskitos läuft da gerade in diesem Spiel noch nicht wirklich viel zusammen. Das ist sicherlich auch nicht ganz so nett in Richtung Brobel, denn dem fliegen die Pucks ja da gehörig um die Ohren. Wird ja oft genug alleine gelassen von seinen Vorderleuten, so auch hier wieder. Netter Versuch von Hubauer, aber natürlich hoher Stock. Und den hat der Landsberger Schlussmann. Und wieder Endras. Der Moskitos versucht noch mal ein bisschen was zu bewegen. Landsberg riskierte nach vorne natürlich nichts mehr. Vereinzelte Konter. Und immer wieder solche leichten Fehler, Puckverluste. Und Strafzeit ist angezeigt. Michael Kreitl musste raus. Landsberg konnte feiern. Da hatte sicherlich auch im Vorfeld keiner mit gerechnet. 6:2. Keine Tore mehr im Schlussabschnitt. Bittere Niederlage für die Moskitos. Jari Pasan ging wortlos vom Eis und schickte später dann Toni Raubal zur Pressekonferenz. Zuallererst möchte ich meinen Larry gratulieren und seiner Mannschaft zum Sieg. Ich muss sagen, hat man einen Unterschied heute gesehen. Mit Einsatz, mit Wille, mit Leidenschaft, mit Emotionen haben die Eishockey begonnen, was wir leider von unserer Mannschaft heute vermisst haben. Ich glaube, die harten Worte, wo wir die Woche angebracht haben, haben unsere Spieler immer noch nicht kapiert. Anscheinend müssen wir härtere Worte zu uns nehmen, bis sie es kapieren. War nichts, war Müll. Danke. Ja, guten Abend. Natürlich bin ich sehr glücklich heute Abend. Ich denke, wir haben das Spiel dominiert. Trotz
wieder zu viele Unterzahl-Situationen. Es wird irgendwann mal in 52 Spielen wird es einen Schiedsrichter geben, der uns weniger Startzeiten gibt wie der Gegner. Bis jetzt haben wir es nicht erlebt, aber irgendwann mal wird unser Unterzahlspiel auch das Beste in der Liga, weil wir üben das jeden Freitag und Sonntag. Und unsere Überzahl hat sich heute schwer getan, aber ich will meinem Überzahlspiel oder Überzahlspieler keinen Vorwurf machen, weil wir wussten, dass Essen sehr aggressiv spielt und die haben uns das schwer gemacht, obwohl wir sehr viele Chancen herausarbeitet haben. Ihr Unterzahl stand sehr gut, aber in eigener Unterzahl haben wir auch zwei Tore geschossen, was mich besonders gefreut hat. Und im Großen und Ganzen war es sehr erfreulich für mich zu sehen, dass wenn der Mitchell-Reihe nicht trifft, zum ersten Mal heute in 5 Spielen, dass wir trotzdem ein Spiel mit 6-2 gewinnen können. Ich denke, David Wrigley hat wieder gezeigt, wie stark er als Spieler ist. Trotz Ladehemmung die letzten Wochen hat er heute wieder mal 4 Punkte gemacht. Und ich denke, wenn wir die Chancen reingemacht hätten mit seine super Pässe, wäre vielleicht angestanden mit 6 oder 7 Punkten und war für mich heute der beste Spieler in der Reihe von sehr, sehr viele gute Spiele von uns. Danke.